34 Grad und es wird noch heißer. So geht nicht nur der Liedtext eines Liedes, sondern so geht es uns momentan in Görlitz. Deswegen stehen wir hier sehr entspannt im Schatten. Das freut uns sehr bei den Görlitz Summer Weeks. Und zwar mit dem dreifachen Derby-Sieger André Thieme. André, die letzten Wochen waren sehr besonders für uns alle, auch für dich. Wie liefen denn die letzten Wochen so? Die letzten Wochen gingen ja eigentlich schon wieder, weil es auch bei uns wieder losging. Ich hatte ja das Glück Anfang des Jahres, dass ich noch in Amerika große Springen reiten durfte, bevor dann der Lockdown kam. Dann hatten wir natürlich wirklich Monate des Nichttuns, also zum Trainieren. Wir hatten jede Menge Training zu Hause und sind mal richtig an die jungen Pferde rangegangen und das war auch mal gut. Aber wir haben uns dann doch schon sehr wieder nach den Turnieren gesehnt und die kamen dann auch, aber nur die kleinen und ohne Gewinngelder. Und so hat sich das jetzt nach und nach wieder aufgepäppelt die letzten paar Wochen und jetzt stehen wir hier und haben dann auch schon mal wieder zwei Sterne große Preise mit Gewinngeld und auch mit 100% Auszahlung, was auch nicht normal ist in diesen Tagen. Also es hat sich alles wieder ein bisschen gesteigert. Der ein oder andere hat sogar gesagt, eigentlich kam mir die Phase, wenn man es so blöd sagt, gar nicht so schlecht. Ja, keine Turniere, aber ich konnte mich auch mal auf die Aufgaben zu Hause konzentrieren. Wie war das bei dir? Wolltest du lieber wieder los oder hast du auch gesagt, ach, es ging eigentlich auch? Also dadurch, dass ich, wie gesagt, wirklich wochenlang weg war und richtigen Turniersport erleben durfte, war das als Pause und als Urlaub erstmal sowieso schön. Ich habe noch nie im Leben, glaube ich, über so viele Wochen meine Familie durchgängig sehen können und Zeit verbringen können. Das war wirklich auch mit den Kindern mal wunderschön. Ich wüsste nicht, welche Sportart ich mit meinem Sohn nicht gespielt habe in diesen Wochen. Aber dann kam die Phase, wo wir natürlich zu Hause im Trainingsbetrieb sehr intensiv gearbeitet haben mit den etwas jüngeren, unerfahreneren Pferden. Die Älteren hatten alle ein bisschen Pause und konnten mal durchschnaufen, was zur Regeneration sicherlich richtig gut war für den einen oder anderen. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile wieder so im Gange, dass wir auch in 3 Wochen die erste Nationenpreisnominierung wieder bekommen haben und so langsam nimmt alles wieder ein bisschen Fahrt auf. Ja, wir sehnen uns ja alle so auf dem Weg gen der Normalität natürlich. Wir hoffen natürlich auch, dass sie alsbald wieder möglich ist. Ein bisschen hast du gesagt, naja, die letzten Wochen waren ja schon wieder etwas normaler. Jetzt bist du hier in Görlitz. Das erste Mal? Nee, ich glaube, ich bin jetzt schon das dritte oder vierte Mal hier. Ich wusste, was mich hier erwartet. Alles schön gemütlich für die Reiter gemacht. Gute Bedingungen, sehr gute Ausschreibungen. Wirklich, also deswegen komme ich auch gerne immer wieder her und man kann so ein bisschen vom jungen Pferd bis auch mal über ein älteres Pferd, man kann so ziemlich alles abdecken auf diesem Turnier und man hat sehr viel zu reiten. Jetzt haben wir gleich ein Championat, 2 Sterne S, heißt 1,45 Meter für dich. Welche Pferde wirst du jetzt gleich reiten, wenn du sagst, es geht schon wieder gen dem ersten Nationenpreis, ist man ja nicht nur am Ausbilden hier, sondern man bereitet vor. Genau, und das ist dann auch jetzt eins von den Springen, was man dann wirklich auch gewinnen möchte. Das hier gibt es dann das erste Mal ein bisschen mehr Preisgeld. Und ich habe auch 2 ältere und erfahrenere Pferde jetzt in diesem Springen dabei, die dann auch in 3 Wochen mit auf meine Reise kommen sollen. Das ist dann zum Teil jetzt Vorbereitung, aber trotzdem auch versuchen, was abzukriegen. Und dann ein junges Pferd, was mal sich an diese Höhen jetzt rantasten soll. Dann dürfen wir ja gleich einfach die Daumen drücken für André Thieme, für die Vorbereitung natürlich für das Championat hier von Görlitz. Aber eben auch dürfen wir bald wieder patriotisch sein und der deutschen Equipe die Daumen drücken. Nämlich im Nationenpreis, lieber André, vielen Dank. Die Erfolg jetzt und Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wieder bei uns um 15 Uhr zum Championat von Görlitz.